9.31 Uhr, jetzt wird's echt skurril. Am Niederrhein wird eine junge Frau vermisst und die Kripo weiß noch nicht, was mit ihr passiert ist. Zum Glück meldet sich aber Michael Schneider aus Siegburg. Er ist, Achtung, ein Hellseher mit, wie er sagt, übernatürlichen Kräften. Also er glaubt, Stimmen gehört zu haben, die ihm das gruselige Schicksal der jungen Frau verraten haben. Das Schlimme, er hatte tatsächlich schon öfter recht mit seinen schrecklichen Vorhersagen. Doro Galuschka lebt nicht mehr. Da ist sich Michael Schneider sicher. Der 29-Jährige spürt, Doros Leiche ist in einem Waldstück bei Wegberg am Niederrhein vergraben. Ich schaue mir das Bild von der Doro an und habe dann eine Stimme, die genauso klingt wie meine eigene Stimme, die mir innerlich sagt, sie ist leider tot. So. Und dann stelle ich eine Frage dazu. Ich bin sehr gottgläubig, verbinde mich nach oben. Es muss jetzt nicht Gott sein, sondern es kann ja auch der Hiwi eines Hiwis sein, der mir dann antwortet, weil die wissen ja Bescheid, ich weiß nichts. Dann habe ich halt die Eingebung bekommen zur Doro, dass sie schon in größerer Entfernung zum Wohnort, nördlich des Wohnortes, in einem Waldgebiet liegt. Für viele klingt das wie makabrer Hokuspokus. Doch Michael Schneider lag mit seiner Gabe schon mehrfach richtig. So wurde der vermisste Igor aus dem westfälischen Hamm im Frühjahr 2013 durch Schneider gefunden. Tot in einem Gewässer in der Nähe seiner Heimatstadt. Der Seher macht klar, er will Vermisste aufspüren, keine Täter ermitteln. Für ihn ein Riesenunterschied. Das Sehen ist kraftraubend. Michael ist danach oft tagelang völlig erschöpft. Und das Gefühl ist auch schon anstrengend, belastend. Das ist wie, wenn man in einer Prüfungssituation ist, sozusagen, da ist der Kopf ja auch sozusagen wie heiß gelaufen oder wund. Irgendwie fühlt er sich an. Ja. In der Natur tankt er Kraft. Hierhin, in die Berge des Sauer- und Siegerlandes, zieht er sich oft zurück. Wenn ich mich mit einem Vermisstenfall beschäftige, ist ganz wichtig, dass ich vorher viel meditiere, in die Natur gehe, um mich zu erden. Dann schaue ich mir das Bild der vermissten Person an und Kartenmaterial und bekomme dann meine Eingebung dazu. Bei der Doro hatte ich das Gefühl, dass sie tot ist. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Aachen teilte inzwischen mit, dass es sich im Fall Doro zunächst um Vermutungen handle. Man halte sich derzeit aber nur an die Fakten. Die Polizei sucht also nicht in dem besagten Waldstück. Doch für Michael Schneider steht fest, die 29-jährige Doro liegt dort vergraben.